Lars Feld, ein schwedischer Survival-Experte, da ist er. Und der hat unterschiedlichste Bücher zum Überleben in der Natur rausgebracht. Übrigens auch ein eigenes Messer. Und diese Bücher, ja, die gibt es jetzt bei mir im Shop. Und wenn du wissen willst, ob das etwas für dich ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, ob du den Lars Feld kennst. Das ist ein schwedischer Survival-Experte, der auch gemeinsam mit dem Remiers dieses Thema Bushcraft in einigen Filmen auch aufgearbeitet hat. Und er hat seine Erfahrungen und sein Wissen in Büchern zusammengefasst. Wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt auch ein eigenes Lars Feld-Messer, dazu aber an einer anderen Stelle. Und diese Bücher haben wir direkt aus Schweden geholt. Und es ist schön, dass ich das jetzt präsentieren kann. Das eine ist Using an Axe. Das heißt, hier zeigt der Lars Schritt für Schritt, wie man mit einer Axt, Bushcraft-Style, Wildnis-Style, Outdoor-Style arbeitet, wie man sie schleift, wie man zum Beispiel damit Bogen baut, wie man es zum Löffelschnitzen verwendet, zum Spalten, wie man sicher damit arbeitet, wie man damit betont, wie man es pflegt, wie es hergestellt werden. Also ein nettes Buch. Und das Ganze hat er auch mit einem Messer gemacht. Ja? Ich komme dann noch zu den Survival-Büchern, aber da geben wir noch ein bisschen Zeit. Er hat dann hier auch ein eigenes Messer. Natürlich, sein Messer kommt da in diesen Büchern vor. Übrigens, billige Eigenwerbung, die Bücher und natürlich auch das Messer gibt es bei mir im Job. Und er beschreibt einerseits einmal, wie man es tragen kann, wie man es pflegt, was man damit alles machen kann, welche Größen sinnvoll sind, welcher Messerstil für was gedacht ist. Kleinere Projekte mit dabei, auch jetzt hast du es eh, glaube ich, gesehen, Fisch, also sehr, sehr nett, sicher schnitzen mit Kindern, ich finde das Buch auch ganz nett. Gut. Das sind einmal so die kleinen, die dünneren Bücher. Und dann gibt es die zwei Hauptwerke. Das eine ist das Winter, und das gibt es auch in einer deutschen Fassung, das habe ich übrigens auch da, wenn du lieber auf Deutsch liest, das da ist nämlich in Englisch. Gebe da unten den Link einerseits zu mir in den Shop zu der englischen Version. Die ist teilweise ein bisschen anders. Ja? Aber nur vom Aufbau, der Inhalt ist gleich. Da beschreibt er, wie man sich im Winter orientiert, wie man arbeitet, welche Ausrüstung da dabei ist. Und der Mann kommt aus Schweden und macht Expeditionen und hat das auch beim Militär gemacht und natürlich auch in seiner Schule und all den Dingen. Und beschreibt, wie man das mit dem Biwak macht, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen es gibt. Da noch einmal, know your enemy, kenne die Gefahr, da sind wir daheim. Wie verliert der Körper Wärme? Also so Basics sind da jetzt beschrieben, auf der Skandinavian Way sozusagen. Das gibt es auch auf Deutsch. Das, die anderen nicht, die anderen zwei. Und auch das hier, das Sommerbuch, das gibt es nur in Englisch oder in Schwedisch. Also wenn du Schwedisch kannst, haben wir aber nicht das Sortiment, kannst direkt bei ihm kaufen oder eben diese englischen Versionen her. Und auch da wiederum von Orientierung, wie man in Gruppen arbeitet, wie man Verletzungen bearbeiten kann, Karten lesen. Also es ist so ein Allround-Buch. Und ich weiß jetzt schon, weil ich diese Kritik auch bei meinen Büchern immer wieder höre, da ist nichts Neues drin. Also ich kann dir eines sagen, meine Bibliothek ist riesig. Meine Bibliothek ist wirklich riesig. Ich habe Buchkaufverbot von meiner Frau, halte mich aber eh nicht dran. Aber ist ein anderes Thema. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Buch gehabt, wo ich nicht irgendeine andere Sichtweise, irgendetwas mitbekommen habe. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich sage, kauf das überhaupt nicht, um das geht es mir überhaupt nicht. Aber selbst wenn das meiste, was da drinnen steht, ich sage, ja, das weiß ich und das habe ich gewusst und das habe ich gewusst, wenn du es dir genau anschaust, ist dann trotzdem vielleicht einerseits einmal immer was dabei, was neu ist und so nach dem Motto, eine andere Herangehensweise, eine andere Beschreibung. Schau, wenn du das nur hobbymäßig magst und dir das eh alles wurscht ist, dann kauf kein Buch. Ja? Dann kauf kein Buch. Wenn dir das aber einerseits, weil du das Wissen selbst weitergeben willst oder immer tiefer eindringen willst in diese Materie, dann macht es Sinn, von unterschiedlichsten Autoren unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Denn das hilft dir dabei, die wahre Meisterschaft, die im Tun liegt übrigens, aber die hilft dir, die anderen Sichtweisen, wieder einen Schritt weiter zu kommen. Da ist man auf so einem Plateau und dann geht es auf einmal wieder weiter. Und ja, ich finde das Buch auch wirklich sehr gut gemacht. Das gibt es nur in Englisch.
Und die vier Bücher haben wir jetzt auch im Shop, dass man einfach ein Anliegen ist, dieses Wissen auch weiterzugeben. Ja, schau das ganz einfach an, ob das etwas für dich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere sich jetzt denkt, was ist mit diesem Lars-Feld-Messer? Da habe ich, also es ist gut, auch das haben wir im Shop, aber da mache ich noch ein eigenes Video dazu, das ist jetzt noch ein bisschen verfrüht. Aber das Messer ist auf jeden Fall top, aber das an einer anderen Stelle. Das war's jetzt. Schreib mal einen Kommentar, kennst du den Lars Feld? Was ist da deine Meinung dazu? Das ist sozusagen der europäische Morse Kochenski. Ja, leider ist der Morse Kochenski schon verstorben. Ich glaube, den Lars Feld geht es noch gut und ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt. Was hältst du grundsätzlich von Outdoor- und Survival- und Bushcraft-Büchern? Findest du das unnötig? Bist du jemand, der autodidaktisch unterwegs ist oder holst du gerne Inputs? Schreib mal einen Kommentar, das würde mir sehr freuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen, da geht es direkt zu mir in den Shop, zu den Büchern. Und unten im Beschreibungstext auch zum Messer, wenn du magst. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut. Dein René Rossmann und bis bald. Ciao, ciao.